Das. Die wird ausziehen, Rose. Einen wunderbaren Duft haben die. Das kann man leider da jetzt nicht festhalten in der Kamera. Muss man gleich riechen. Boah, voll gut. Boscobel. Also Rosa Gallica Versicolor. Versicolor heißt es, weil es ganz einfach mehrere Farben hat. Zurzeit haben wir sicher 70 Sorten da. In etwa. Und das werden jetzt dann laufend noch mehr. Also wir werden dann so bei 120 Sorten in etwa bei uns da im Geschäft haben. Da geht es natürlich los mit der Bodendeckerrose, Zwergrosen, ja dann natürlich Beetrosen, Edelrosen, Strauchrosen, die englischen, wie wir es da haben, die was speziell halt für den Duft bekannt sind, die David Austin Rosen. Ja, wunderschön sind natürlich dann die ganzen Kletterrosen, bis hin zur Remblerrose, die jetzt extrem widerstandsfähig ist und sehr stark wüchsig ist. Also die sind auch ganz toll, da gibt es überhaupt ganz tolle Sorten. Haben wir bei uns auch am Pavillon gepflanzt voriges Jahr. Die sind schon innerhalb von einem Jahr jetzt fast einen Meter gewachsen. Also die sind auch ganz toll. Fürs Waldviertel gut geeignet. Also das ist auch ganz wichtig immer bei uns, dass die sehr widerstandsfähig und fast fest sind. Pelagonie, neue Sorte, die gibt es im vorigen Jahr. Die Sorte Marcada, die gibt es in Rot und in Rosa. Man sieht, das wächst flach, also das ist für Schalen und für Kisten, auch für Grab und so weiter gut geeignet. Ist extrem hitze- und trockenverträglich. Und ja, momentan entwickelt sich die gut und blüht angeblich auch wirklich bis zum ersten Frost. Also ganz eine tolle Sache. Werden wir mal austesten heuer, wie das funktioniert und wie es ausschaut. Im nächsten Jahr wird es dann forciert, wenn das funktioniert und wenn es eine gute Sorte ist. Und das ist Mandeville. Ja,